Ihr müsst kein Geld sparen, ihr könnt auch ganz, ganz viel Geld ausgeben. Dann kriegt ihr über den PSN-Store dasselbe, als wenn ihr es über Ineba kauft. Aber bei Ineba spart ihr Geld. Und ihr tut was Gutes. Und ihr kriegt, was ihr wollt. Ich würde mal auf Ineba.com reingehen. Nutzt den Code Chappy, kriegt 3% auf eure Bestellung und schreibt mir dann, dass ihr was Geiles habt. Vielleicht gibt es auch ein Danke oben drauf. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen! Modern Warfare ist da! Und ja, was soll man sagen? Es ist was Neues. Ich habe es in der Beta schon gesagt, Leute. Ich sehe da so ein paar Probleme auf uns zukommen, was die Mapgröße angeht und wie sich das spielt und wie die Community das dann spielt. Und ich glaube, man muss mir da recht geben, wenn ich sage, dass die Maps um die 50% zu groß sind und um die 60 oder 70% zu viele Ebenen nach oben haben. Aber es ist erst der dritte Tag und ich habe ganz viele Leute gesehen, die geschrieben haben, die Leute campen ja nur am Anfang, das ändert sich noch. Das haben die Leute aber auch schon in der Beta geschrieben. Die Community ist mittlerweile so, es geht nur noch darum, irgendwie Kill zu machen. Da bleibt man halt auch notfalls in der Ecke sitzen. Und wenn man 70 Euro ausgegeben hat, dann müsste man sich dabei eigentlich ganz, ganz dumm vorkommen. Aber das ist jedem selbst überlassen. Das Problem ist, dass die Maps mit dieser Größe, mit den Möglichkeiten, wo man sich irgendwo hinsetzen kann, mit den viel zu lauten Fußschritten und Totenstille, was nicht als Perk verfügbar ist, und auch die Feldaufrüstung, die die Fußschritte nicht wirklich leise macht, sondern wirklich nur ein kleines Stückchen. Und dazu eine Minimap, auf der man nicht sehen kann, von wo jemand schießt, außer man guckt auf die Minimap, guckt dann auf den Kompass, sieht dann den Punkt und muss dann auf die Minimap gucken, wo das ungefähr ist. Das sind so ein paar Probleme, ich habe es in der Beta angedeutet, warten wir mal ab, was draus wird. Ich habe auf jeden Fall für euch jeden Tag diese ganze Woche, ich habe extra Urlaub dafür genommen, jeden Tag ein neues Video. Ich werde mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Es wäre im Prinzip am einfachsten, wenn sie das Movement-System einfach etwas smoother machen. So wie man sich bewegt, wenn man die Feldaufrüstung Totenstille aktiviert hat, so müsste man sich die ganze Zeit bewegen können. Nicht nur, dass die Fußschritte einfach leiser sind, sondern was viel, viel wichtiger noch ist, es fühlt sich viel, viel angenehmer an. Man kann viel, viel einfacher laufen. Das liegt einfach an dem Slider fürs Field of View. Das ist also nicht, dass man mit Totenstille schneller läuft, das sieht nur so aus, aber es fühlt sich viel angenehmer an. Auf jeden Fall, Leute, ich habe heute für euch die wirklich notwendigsten Tipps und Tricks in den Einstellungen, in den Audioeinstellungen, was die Fußschritte angeht, was die Grafikeinstellungen angeht, was die Vibrationen angeht, wie ihr angenehmer schon mal spielen könnt, sozusagen das Grundgerüst. Morgen bekommt ihr ein schönes Gameplay von mir. Ich möchte gerne 150 Likes haben, dass ich dieses Ganze hier so die ganze Woche durchziehe, als kleinen Motivationsschub. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch mit den Einstellungen ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon so übernehmen. Und schreibt mal in den Kommentaren, was euer wichtigster Tipp oder euer wichtigster Trick ist, was die Einstellung angeht. Also welche Soundeinstellungen habt ihr, welche Grafikeinstellungen, welche Empfindlichkeit, worauf schwört ihr, was am wichtigsten ist. Ich werde die besten 2 oder 3 dann in den Kommentaren oben verlinken. Ganz, ganz viel Spaß jetzt mit dem Video, Leute. Ich hoffe, das ist auch ein kleiner Aufruf an alle. Bewegt euch, wenn ihr COD spielt, es macht viel mehr Spaß, man wird besser dabei, man ist viel erfolgreicher, man hat viel mehr Spaß, man hat viel mehr Spaß, man hat viel mehr Spaß. Ich bin raus, Leute, ganz viel Spaß jetzt noch, bis dann. Um in Modern Warfare wirklich erfolgreicher zu sein und dass das Spielerlebnis einfach besser ist, damit ihr besser klarkommt, gibt es Einstellungen, die ihr unbedingt ändern solltet. Ich werde auf alle einzeln einmal zugehen, dass ihr von Anfang an wisst, wenn ihr jetzt vielleicht anfangt oder gestern angefangen habt und irgendwas läuft noch ein bisschen schief oder sieht ein bisschen komisch aus, wenn ihr lauft, woran das liegt. Das erste, was ich euch nur empfehlen kann, hier mit Viereck könnt ihr schießen auf R1 und auf R2 setzen. Ihr wollt schießen und zielen auf R1 und L1 haben. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr keine Trigger-Stops auf eurem Controller habt, dann ist der Widerstand, den ihr bewältigen müsst bei R2, viel, viel länger. Das heißt, ihr schießt nicht sofort. Bei R1 schießt ihr sofort. Also unbedingt darauf achten, dass ihr hier auf Viereck drückt, damit ihr auf R1 schießen könnt und L1 zielen könnt. Das hier könnt ihr auf Standard lassen, da braucht ihr nichts machen. Vertikale Sicht habe ich noch nie einen gesehen, der damit spielt, auch weg. Bei der Empfindlichkeit ist es so, wir haben insgesamt, das ist sehr, sehr viel diesmal, ihr seht das hier, ihr könnt komplett durchgehen, 20.
Früher bei anderen CODs ist es meistens so, es geht bis 12, 13, 14. Ich persönlich spiele auf 6-6, es gefällt mir einfach am meisten, ich habe am meisten Kontrolle über die Waffen. Dadurch, dass die Time to Kill so schnell hier ist, könnt ihr auch ruhig etwas höher spielen, selbst wenn das Aim dann nicht hundertprozentig passt, meistens reichen ja schon zwei Schüsse. Das heißt, anders als bei Black Ops 4 wird es nicht so gepunished sozusagen. ZV-Empfindlichkeit habe ich auf 1 und 1, das bleibt für mich auch so, das ist in Ordnung. Die Zielreaktionskurve, wenn ihr ein ganz doller Anfänger seid, kann ich euch nur empfehlen, bleibt auf Standard. Wenn ihr Profi seid, bleibt auf Standard und wenn ihr irgendwas dazwischen seid, bleibt auf Standard. Es macht minimal nur einen Unterschied, aber ihr wollt, dass wenn ihr an dem Gegner vorbeizielt, dass ihr sozusagen von eurem Aim Assist die Info bekommt. Controller-Vibration, das kennt ihr unbedingt aus. Es macht keinen Sinn, dass euer Aim verkackt, weil ihr auf jemanden schießt oder eine Granate bei euch explodiert oder. Anvisierhilfe machen wir ebenfalls auf Standard, da brauchen wir auch nichts anderes. Das hier, ich bin von diesem Waffenstützen-Aktivierungs-Fan wirklich kein Fan, ihr müsst selber für euch gucken, ob es Sinn macht oder nicht. Das hier könnt ihr auf aktiviert haben, ihr könnt es auf deaktiviert haben, das ist nicht so wichtig. Das hier sind alles Sachen, da müsst ihr selber gucken, da gibt es kein, das ist wirklich gut, das ist wirklich schlecht, aber jetzt in den Sachen. Eure Helligkeit, macht sie nicht zu hell. Das müssen wir übrigens mal auf 0 machen. In allen anderen Spielen hätte ich immer gesagt, dass ihr locker auf Black Ops 4 habe ich bei 90 gespielt. Hier müsst ihr genau drauf gucken. Umso heller ihr es macht, umso dunkler wird es auf der Karte für die Gegner teilweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das heißt, ihr müsst hier gucken, dass ihr in dem Bereich zwischen 55 und 62 seid. Das ist ideal, so könnt ihr gut spielen, so seht ihr aber auch ein paar Gegner. Der Sicherheitsbereich, den wollt ihr nicht so groß wie möglich haben, sondern so klein wie möglich. Umso kleiner der Sicherheitsbereich, umso eher könnt ihr die Map besser sehen, weil sie von ganz links oben etwas weiter nach rechts in die Mitte geht. Wenn ihr das einmal seht, dann macht das deutlich einen Unterschied. Bildrauschen war bei mir an, warum auch immer. Das wollt ihr nicht. Bildrauschen muss auf 0 sein. Es sorgt dafür, dass die Pixel schärfer sind, dass ihr besser sehen könnt. Die Tooltips, das ist eure Sache, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Untertitel, das sind die Untertitel, die ihr in dem Game die ganze Zeit seht. Wenn ihr Kampagne spielt, dann wollt ihr die anhaben. Das ist besser und einfacher zu sehen, was die Leute sagen. Wenn ihr Multiplayer spielt, macht es auf deaktiv, beziehungsweise deaktiviert es. Ihr wollt die Untertitel nicht in dem Game haben. Ihr habt oben den Kompass, unten rechts eure Muni-Anzeige, die Feldausrüstungsanzeige. Dann habt ihr links oben die Minimap, ihr habt rechts noch die Granaten und unten die Untertitel. Ist der halbe Bildschirm voll mit Informationen, die euch nicht sofort helfen. Sprachauswahl könnt ihr machen, wie ihr wollt. Farbenblindschwäche, ich spiele seit Jahren mit einer Blauschwäche, obwohl ich keine Rot-Grün-Schwäche habe und auch keine Blauschwäche, einfach weil ich es schöner finde. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ist eure eigene Entscheidung. Bewegungsunschärfe, das sind die beiden wichtigsten Sachen, die ihr unbedingt deaktivieren müsst. Das soll ein bisschen Realismus hinzufügen, dass ihr so eine Art Tunnelblick entwickelt und alles so ein bisschen verschwommen ist. Ihr kriegt nach 2-3 Stunden Zocken Kopfschmerzen, wenn es auf aktiv ist. Und wenn es wirklich länger als 2-3 Stunden ist, wird euch irgendwann schlecht davon. Ihr seht nicht so gut und ihr wollt nicht, dass euer Bildschirm verwackelt. Ihr wollt, dass es immer scharf ist, was ihr seht. Also beides unbedingt auf deaktiviert. So, Textchat könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass ihr Schimpfwörter hört, könnt ihr es auf aktiv lassen. Das ist eure Entscheidung. Kommen wir zum Audio. Die Fußschritte in dem Game sind so unglaublich laut und trotzdem schreiben ganz viele seit 2-3 Tagen, dass sie nicht wissen, wie sie es einstellen sollen. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Studioreferenz, dynamisches Heimkino, normales Heimkino, Mitternachtsmodus, der Boost, der Höhenboost, der Tiefenboost. Ihr wollt Höhenboost haben. Höhenboost sorgt dafür, dass ihr die Fußschritte am besten hören könnt. Die insgesamte Lautstärke könnt ihr auf 100% lassen, das Spiel ist sehr, sehr laut. Was ihr machen müsst, ihr müsst die Musiklautstärke und die Dialoglautstärke leiser machen. Der Ansager, wenn er sagt, eine feindliche Drohne, feindlicher VTOL-Jet, feindliche Tactical Nuke, was weiß ich was, ist so extrem laut, dass ihr nur abgelenkt seid. Macht die Dialoglautstärke locker auf die Hälfte oder weiter runter. Ihr hört selbst bei 30, habe ich festgestellt, immer noch sehr gut, wenn ihr mal kurz hinhört. Die Effektlautstärke habe ich auf 100, ich will hören, wenn irgendwo in der Nähe eine Tür aufknallt, eine Granate hochgeht, eine Claymore gesetzt wird, ein Magazin geladen wird. Das sind alles Sachen, die ich hören möchte. Treffergeräusche-Effekt, das ist ganz allein eure Entscheidung, da könnt ihr gucken, was für euch am besten ist.
Das hier ist jetzt nicht so wirklich wichtig. Da könnt ihr gucken, wie es für euren Sprachchat sein soll. Das ist eure Entscheidung. Hier bei Mikro- und Sprachlautstärke und Mikrolautstärke könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist fürs Gameplay wirklich nicht erheblich. Das sind die wichtigsten Sachen, die ihr haben müsst, damit ihr ordentlich in das Spiel starten könnt. Und deshalb... Oh, wir haben einen neuen Operator anscheinend. Charlie! Wenn euch das heute geholfen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.